Ja, willkommen zu einem neuen Video zu Koa. Und zwar wollten wir uns ja heute einmal kurz die Grafikbibliothek anschauen. Und das machen wir auch mal. Und zwar ist so eine grafische Anwendung zu erstellen gar nicht mal so schwierig, wie man das vielleicht denkt. Und zwar geht das folgendermaßen. Wir brauchen in Koa erstmal die Bibliothek zum Erstellen von so einer grafischen Anwendung mit einem Fenster und alles. Die finden wir mit hash include und dann unter ccl jui. Das steht für Java User Interface. Warum das J davor? Naja, das sagt halt, falls Koa mal später irgendwie zum Beispiel auch im Web eingesetzt wird oder sowas, was durchaus gar nicht mal so abwegig wäre, dann kann man das hier halt nicht verwenden. Deswegen hier das J davor, dass man auch merkt, okay, das kann man halt nur in Verbindung mit Java verwenden in dieser Form. Und dann nochmal hier hinter JUI, diesmal in groß geschrieben, am besten .cl2. So, und dann brauchen wir, dann haben wir hier schon mal die ganzen Elemente, die man so in so einer Benutzeroberfläche haben kann, zum Beispiel ein Knopf oder so ein Textfeld oder sowas. Oder auch irgendwelche Layouts, die dafür sorgen, dass man hier das Fenster verschieben und vergrößern kann und dass sich dann der Inhalt trotzdem so anpasst und halbwegs schön aussieht und nicht hier oben so in der Ecke pappt. Ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, falls ihr euch da was drunter vorstellen könnt. Und als zweites brauchen wir dann noch einmal eine Bibliothek, um das ganze Teil zu starten. Die Anwendung, die wir gleich schreiben. Falls ihr euch jetzt fragt, hey, warum braucht man das? Naja, es kann ja durchaus sein, dass mal irgendwie einer nur ein paar Anwendungskomponenten entwickeln will und der will das dann halt nicht unbedingt mit der Ausführungsbibliothek überladen haben, zum Beispiel, weil das ist ja alles immer etwas, was in der fertigen Datei dann im Endeffekt Platz einnimmt. Deswegen habe ich das in zwei Bibliotheken aufgeteilt. Und zwar wäre die zum Ausführen CCLJUI Launcher. So. Und was wir jetzt noch brauchen, sind im Grunde zwei Zeilen. Einmal hier, beziehungsweise zwei Sachen. Einmal hier eine Funktion, die hat irgendeinen Namen. Meinetwegen MyApp. Und als Parameter bekommt die hier unser Fenster, Window nenne ich das mal, und das soll sie mal gleich anzeigen, window.show. So, und dann möchten wir diese Methode hier mal verwenden, um unsere App denn zu starten. Das geht folgendermaßen, wir rufen die Launcher-Methode auf, um halt eben was in der Hand zu haben, womit wir unsere Apps oder unsere App in dem Fall hier starten können. Und dann rufen wir darauf .launch auf, einmal hier mit dieser Funktion myApp. Und dann könnten wir, wenn wir das hier wollten, noch Parameter dazu angeben, in Form von Strings. Also man könnte hier Hallo oder sowas eingeben. Aber das lassen wir mal hier weg, weil wir machen da ja sowieso nichts mit. Und wenn wir das so haben, einmal hier auf Ausführen geklickt, und wir sehen hier unser schönes Fenster. Und falls ihr euch jetzt wundert, dieses ganze Teil hier ist auf JavaFX basiert. Das bedeutet, wenn ihr JavaFX schon könnt und euch damit ein bisschen auskennt, dann solltet ihr hier auch recht schnell reinfinden. Falls ihr JavaFX noch nicht könnt und es zufällig können wollt, ist ganz praktisch, falls ihr in Java selber oder halt auch hier in Koa solche grafischen Benutzeroberflächen erstellen wollt, dann könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung klicken. Da steht dann JavaFX und dann eben halt die entsprechende Playlist. Es kann sein, dass ihr da ein bisschen runterscrollen müsst für. Aber das findet ihr, denke ich mal, auch selber. Gut, okay, dann fangen wir jetzt doch mal kurz an und bauen hier einen Button rein, bevor wir dann im nächsten Video zur Diagrammerzeugung kommen. Und zwar geht das folgendermaßen,
Man braucht immer eine sogenannte Scene. Was genau so eine Scene ist und wie sie im Zusammenhang mit dem Window steht, das findet ihr im JavaFX-Tutorial heraus. Und dann machen wir hier jetzt einfach mal OK. Var Scene ist gleich und dann JUI.Scene. Und hier muss dann etwas hinein, was wir denn in unserem Fenster anzeigen wollen. Meinetwegen mache ich mir hier mal einen Button. Da kommt gleich ein Button rein und den will ich dann hier anzeigen. Und dann brauche ich noch window.setScene und dann hier eben unsere eben erzeugte Szene. So, dann erstellen wir doch mal hier den Button. Das geht mit JUI, beziehungsweise hier halt Gleichheitszeichen und dann der Wert JUI.Control. Es gibt im Grunde die Kategorien Control, das sind halt Sachen, wo man halt was mitmachen kann als Benutzer, sowas hier wie so eine Menüzeile oder so ein Eingabefeld oder halt ein Button. Und dann gibt es das sogenannte Layout, das sorgt dafür, dass das ganze Teil am Ende schön aussieht. Aber das brauchen wir in diesem Moment jetzt nicht. Da gibt es aber auch mehr in dem JavaFX-Tutorial dazu. Gut, und dann sagen wir hier, okay, welche Sorte von Control wollen wir denn haben? In dem Fall Button. Und dann haben wir hier im Grunde nur die Bibliothek dafür. Wir möchten aber einen Knopf erzeugen. Dafür rufen wir das hier einfach mal gerade auf und können dann hier zum Beispiel irgendeinen Text reingeben. Meinetwegen Hallo Welt. So. Und wenn wir das jetzt so haben, haben wir hier ein Fenster mit einem Knopf drin, wo Hallo Welt draufsteht. Und ich zeige euch einmal noch ganz kurz, wie man es das hinbekommt, dass man, wenn man auf so einen Button drückt, etwas dabei herausbekommt. Das geht nämlich echt simpel. Und zwar machen wir mal irgendwo hier in Reichweite quasi von dem Button eine Funktion. Ich mache die meistens hier innerhalb der App-Funktion selber. Also zum Beispiel def on button click. So, und dann sage ich, oh hey, ich möchte gerne irgendwas ausgegeben haben. Auf der Konsole zum Beispiel. Dafür baue ich mir hier die Konsolenbibliothek ein, include console. Und dann sage ich hier println button pressed zum Beispiel. Kann ich hier natürlich in Hello World umändern, dass das Programm auch schön englisch ist. So, und dann sage ich okay, wenn der Button irgendein Klick registriert quasi oder wenn der Button halt gedrückt wurde, dann soll Folgendes passieren. Das geht mit button.setOnAction. Und dann können wir hier einfach unsere Funktion angeben. Also hier onButtonClick. Und dann gehen wir hin und finden heraus, dass irgendwas scheinbar nicht so gut geklappt hat. .bind hier hinten dran. Ja, okay. Also, die Sache ist, hier dieses Funktionen verwenden, wenn man eigentlich hier laut Java selber ein Interface bräuchte. Das geht oftmals nur, wenn man dahinter ein Bind schreibt, weil es dann erkennt, okay, hier wird bewusst irgendwie diese Funktion genommen und dann halt hierfür entsprechend vorbereitet. Ohne das Bind könnte man ja hier alles Mögliche hinbauen, was gar nicht dafür geeignet wäre. Und mit dem Bind oder mit einem Unbind oder so dahinter verspricht man sozusagen der Sprache, dass man hier eben was Vernünftiges, sagen wir mal, mit anstellt, dass man hier also nichts so wirklich reingibt, womit die Sprache nichts anfangen kann. Gut, das bedeutet übersetzt, wenn wir jetzt auf den Knopf drücken, steht hier Button pressed. Also falls ihr hier selber eine Methode baut oder eine Funktion und die hier einsetzen wollt,
denkt immer an das Beintier. Das kann man zum Beispiel auch hier jetzt einfach mit der Printline-Funktion machen. Printline.bind. Dann würde hier eben ein sogenanntes Action-Event bei rauskommen. Das hat halt Informationen, wie genau der Druck auf den Button denn aussieht, welcher Button überhaupt und so weiter. Und wir können jetzt natürlich hingehen, bind hallo Welt und unbind 1, damit es das Event, was dann reinkommt, ignoriert quasi. Und dann haben wir hier hallo Welt. So haben wir hier also eine kleine grafische Anwendung. Und im nächsten Video werden wir uns dann anschauen, wie wir ein schönes kleines Diagramm erzeugen mit vermutlich sogar weniger Code als das hier. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal.